damit, wie ich schon schrub, ein fröhliches Hallo und ein herzliches Willkommen. Hi, da sind wir wieder. Mensch, ein Glück hat's ein bisschen abgekühlt. Und zwar eigentlich erst heute. Hallo zusammen. Uff, warm war's in letzter Zeit. Ganz arg warm und deswegen, sorry, letzten Montag ging einfach nicht. Es war ein bisschen Hölle auf Erden und da musste ich dann doch relativ kurzfristig beschließen, ne, machen wir heute nicht, zumal ich ziemlich viel im Real Life zu tun hatte. Ich hatte ja schon angekündigt, Mensch, immer pünktlich zum Stream habe ich einen Frosch im Hals. Quack. Ich hatte ja schon angekündigt, Bogenturnier steht an und so weiter. Ich hatte Projekte fertig zu kriegen. Unter anderem deswegen, oder naja, hauptsächlich deswegen, ein Projekt davon war zum Beispiel, wie schlafe ich eigentlich in meinem neuen Auto, was ich vorher noch nie gemacht habe und wo ich auch nicht recht wusste, wie und was. Das Problem habe ich zum Glück lösen können, aber es war relativ auf den letzten Drücker und hat natürlich Zeit gekostet und so weiter und so fort. Aber ich erzähle schon wieder nur von mir, wie geht's euch denn? Wer ist denn schon da? Geht's euch gut? Habt das Wochenende gut überstanden? Habt ihr den Montag gut überstanden? Ist ja immer die Frage. Der Montag ist ja bekanntermaßen der beliebteste Tag der ganzen Woche. Lasst doch mal hören. Ansonsten muss ich sagen, ja, ich bin sowas von im Eimer. Das war, wow, kommen wir gleich dazu. Ne? Und von wegen, was heute ansteht, ich schmatze schon wieder durch die Gegend, muss man Schmatzen abgewöhnen, Mensch. Ja, heute sage ich gleich vorab, weil ich bin wirklich brotfertig, es ist immer noch sauwarm hier drin. Ich habe jetzt die ganze Zeit, es regnet gerade glücklicherweise. Und hat echt abgekühlt, aber leider erstmal nur draußen. Also draußen haben wir jetzt 20 Grad, das ist ja super angenehm. Denkt man, ja, was stellt er sich eigentlich so an? Naja, hier drin waren es heute immer noch 26. Ich bin jetzt erst auf 24 runter und viel kühler wird es heute auch nicht mehr, weil ich habe jetzt natürlich wieder alles zugemacht, wegen Nebengeräuschen und so. Weil es sonst doch recht laut ist, besonders wenn es regnet hier von der Straße und so. Lapschi, hallo. Mensch, schön, dass du wieder da bist. Genau, wo war ich? Regen, genau. Also ich bin jetzt langsam hier auf 24 Grad Raumtemperatur runter. Das heißt, das geht jetzt einigermaßen. Zumal ich mich am Wochenende habe backen lassen wieder bei, naja, es hieß 25, aber ich glaube, das waren doch deutlich 30 Streckenreise. Naja. Ist, wie es ist. Und hallo, hallo, Fufu. Auch mal wieder da, das freut mich. Herzlich willkommen. Lapschi meint, ja, ich wäre auch letzte Woche da gewesen, wenn du geströmt hättest, mein Bester. Ja, ich kann leider nicht immer. Also das Strömen hier macht mir Spaß und so weiter und ich finde es total toll. Danke, danke. Der Kenji tobt sich wieder aus, ja. Aber ich habe keine Selbstmordambitionen. Ja? Also wenn es wirklich hier drin wie im Backofen ist und das macht keinen Sinn, da habe ich keinen Spaß dran, ihr auch nicht, weil ich dann ungefähr so drin hänge und ein Schweißtuch brauche und überhaupt hier sich da unten eine Pfütze bildet, das hat keinen Wert, das machen wir nicht. Was? Fufu hat nur noch 32 Kanalpunkte. Das geht ja gar nicht. War es wirklich lang nicht mehr da. Na gut, er hat auch immer fleißig rausgehauen. Ne? Aber danke, dass du es getestet hast, weil ich kriege immer noch von diesem blöden Soundbot jedes Mal am Anfang den Hinweis, dass es nicht funktioniert. Aber offenbar funktioniert es auch heute wieder. Wie immer. Ne? Worum ich mich noch nicht gekümmert habe, könnt ihr hier oben sehen. Natürlich nicht, sondern hier oben. Da seht ihr nämlich nichts. Ich habe noch kein neues Spendenziel eingerichtet oder so. Ich kann euch aber schon sagen, woraus das besteht. Nämlich, naja, wir hatten es ja schon davon. Ich hatte überlegt für mein Hümmelchen,
noch einen echten Bass Bordun zu bauen, also einen, der eine Oktave tiefer ist als das Ding, was jetzt dran ist. Dafür brauche ich allerdings Material und wie ich schon sagte, das ist etwas mehr als beim Hendrik auf Kaffeekasse geht. Ich habe jetzt mal geguckt, Zwetschgenholz, so, wo kriege ich das her, was kostet das, ist bezahlbar, aber das ist jetzt andererseits auch wieder, naja, wäre schön, wenn ich da eure Unterstützung dafür hätte. Nochmal, wie gesagt, es muss nicht immer jeder 50 Euro spenden, es tut auch mal einer oder zwei Euro, auch schön, ja, dürft ihr gerne machen. Und dann werde ich, wenn hier so circa, was habe ich gesagt, so 60 Euro rum, 50, 60 Euro, so Gesamtmaterialkosten zusammen sind, dann werde ich da mal Material besorgen und mich dann bei nächster Gelegenheit, das wird dann wahrscheinlich, schätze ich mal, noch ein bisschen dauern, aber dann werde ich mich da mal dran machen. Das ist ein interessantes Projekt, zumal ihr dann bei der Entwicklung... Wow, das ist laut, Midas. Danke dir, herzlichen Dank, dass du Fufu einen Gifted Sub geschenkt hast. Cool. Mann, Shimi, was ist denn los? Du haust echt raus. Das gibt's doch nicht. Und der Lapschi auch. Herzlichen Glückwunsch, Lapschi. Und danke, Midas. Mensch, sehr cool. So, wer muss gebannt werden? Im Moment noch niemand. Unsere Schulferien hier haben noch nicht begonnen. Ja, also ich bin ausnahmsweise mal etwas auf dem Laufenden. Also in NRW sind wohl die Ersten, die jetzt schon Ferien haben, aber ja, die Ersten und bisher die Einzigen, soweit ich weiß. Also ich gehe mal davon aus, du kriegst irgendwann noch zu tun. Sehr cool. Die Kinder kommen auf meine Insel, ich mache Soldaten aus ihnen. Das ist gut, weil für die Weltherrschaft, ne? Weißt du ja, allein vom Schmutzbeutler opfern wird es wahrscheinlich nichts. Hallo Eisenfuzzi. Schön, dass du auch wieder da bist. Freut mich. Cool. Heute ist auch tatsächlich, habe ich noch nicht gesagt, ich warte mal erst bis zwei, drei Leute da sind. Ich habe jetzt nichts Großartiges vorbereitet. Ja, ganz ehrlich, weil es ist, wie gesagt, immer noch viel zu warm. Wenn ich jetzt hier anfange, irgendwas zu arbeiten, zu drechseln, zu sonst was, das hat noch keinen Wert. Außerdem bin ich viel zu kaputt dafür. Das würde in die Hose gehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Es war wirklich anstrengend am Wochenende. Ich habe den ganzen Sport, den ich die letzten 5 Wochen hätte machen sollen, an einem Tag absolviert, quasi, so gefühlt. Vorteil ist, ich fühle mich sehr gut jetzt dabei und mir geht's auch gut, aber es war echt heftig und ich bin gestern um 8 ins Bett gefallen, bin dann natürlich um 3 aufgewacht, dann bin ich wieder ins Bett gegangen nach einem Kaffee. Dann habe ich nochmal 3 Stunden geschlafen, dann bin ich wieder aufgewacht, dann habe ich noch einen Kaffee getrunken, bin wieder ins Bett gegangen. Und jetzt habe ich so irgendwie auf die Art so 12, 13, 14 Stunden Schlaf gehabt. Jetzt geht's einigermaßen. Allerdings hilft Schlafen nicht gegen Muskelkater, der ungefähr überall ist. Also von daher, auch das hält mich ein bisschen vom Arbeiten ab. Deswegen heute gemütlich, Laberrunde. Ihr könnt mir wie immer Löcher in den Bauch fragen über was auch immer, vorzugsweise über Sachen, wo ich mich auch auskenne, sonst werde ich nämlich einfach sagen, da kenne ich mich nicht aus. So. Fufu meint, du heißt ja auch nicht Arno der Vorbereitende, deswegen ist auch nichts gemacht. Das ist so nicht ganz richtig. Also ich heiße zwar tatsächlich nicht Arno der Vorbereitende, aber manchmal bereite ich ja tatsächlich was vor. Das ist schon vorgekommen. Hier war einfach zu warm, auch zum Pennen. Ja, das ist auch so ein Problem. War es die letzten 2 Wochen hier nämlich auch. Ja. Noch so ein Ding. Und dann kriegst du halt auch nicht so furchtbar viel Schlaf. Also zumindest keinen so furchtbar erholsamen. Und davon nicht viel. Also unspaßig. Das Schöne ist, wie ich schon sagte, also Pennen im Auto hat ganz hervorragend funktioniert. Das war sogar so gut, dass ich, obwohl ich auf die Veranstaltung, also das Bogenturnier am Wochenende echt heiß gespannt und auch etwas aufgeregt war, zugegeben, weil das ist jetzt auch, ja,
Das ist zweimal ausgefallen, 2 Jahre lang wegen Corona und ist jetzt wieder mein erstes Turnier gewesen, nach ganz langer Zeit und mit viel, wie immer, viel zu wenig Vorbereitung. Ich bin ja kein Turnierschütze, dem es da um irgendwas geht. Ja. Und da dachte ich eigentlich, naja, schön, wenn du überhaupt schlafen kannst, einigermaßen, aber ich habe geschlafen wie ein Baby, ist Punkt 1, zumal ja gut, wir haben ganz gut gefeiert. Und Punkt 2 ist, was ich noch nie hatte auf irgendeiner Veranstaltung, nachdem ich aufgewacht bin, habe ich mich tatsächlich, ich hatte einen Wecker dabei, habe ich auch noch nie gehabt, habe ich mich tatsächlich noch mal rumgedreht und habe noch mal eine Stunde weiter gepennt, weil es noch arg früh war. Und ich dachte, naja, um 8 gibt es auch noch Frühstück. Und Wahnsinn, also super Sache im Fabia. Kombi kann man pennen, das geht. Man muss allerdings, das hat mit einer Kiste Bier zu tun übrigens. Also man kann da die Sitze und alles nicht so geschickt klappen, dass das eine ebene Fläche gibt. Aber wenn man das Polster von der Rücksitzbank rausbaut, in den Fußraum eine Kiste Bier stellt und da wieder Schaumstoff drauf macht, dann ist geil, dann geht's. So als Tipp, ne? Naja, und das Wochenende vorher war ich bei Mama und die hatte diversen. Wow, Lapschi, hör doch auf. Nee, mach weiter. Nee, cool. Sag mal. Lass mich doch wenigstens das Spendenziel einrichten vorher. Ganz herzlichen Dank. Okay, der Passepartout nähert sich mit großen Schritten. Dank Lapschi. Dankeschön. Mann, ey. Los, fang an zu bauen. Naja. Zwetschgenholz wächst nicht auf Bäumen, weißt du? Schlimm. Auf dich, Lapschi. Auf euch alle. Danke, dass ihr da seid. Sehr, sehr cool. Damit habe ich heute, also ich habe heute mit viel gerechnet, aber damit schon gar nicht. Doch schon, ja, ich gebe es zu. Wobei nicht ganz, also nicht aufbäumen, ne? Muss schon, also da bin ich jetzt, ne? Da sind wir jetzt schon genau. Nein, ich habe ja gesagt, ich weiß schon wo und so, ne? Vielleicht hole ich es auch. Also ich schwätze trotzdem mal mit dem Hendrik, weil der hat es wahrscheinlich da und dann kriegt er halt Kohle dafür, ne? Bevor ich es jetzt beim teuren Diktum bestelle. Wobei der da so teuer nicht ist, aber ich kenne die Qualität nicht. Und naja, wurscht, es wird auf jeden Fall Geld kosten. Und ich wollte ein bisschen mehr bestellen, auch tatsächlich, weil das ist jetzt wirklich was super Experimentelles. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bohren muss. Ich habe keine Ahnung, wie lang das sein muss und so weiter. Natürlich aufgrund der Erfahrung groben Plan schon mal überlegt, aber das ist alles noch, naja. Also da ist sehr, sehr viel besser möglich als beim letzten Mal, dass ich da einen Teil oder zwei auch zweimal mache. Hä, was? Wer hat was gespendet? Der Lapschi war so frei. Ja, der MTG, Magic the Gathering, nicht dein Ding ist. Ach so, ich dachte schon, nicht mein Ding ist, also dein Ding. Ich dachte, hä, was ist denn jetzt los? Quatsch. Fall Guys, oh nee. Ich habe schon gelesen bei dir, Midas, das ist noch weniger mein Ding. Korrigier mich, wenn ich das verwechsel, aber das ist doch wieder so ein Teil mit so Gummimännchen mit ganz beschissener Steuerung mit Absicht, ne? Oder bin ich falsch? Herbstbuben, ja genau. Auch schön. Die Steuerung ist okay. Das kann ich eh nicht beurteilen. Du weißt, ich zock. Gar nicht. Ich zock Wimmelbildspiele hin und wieder mal. In letzter Zeit bin ich, das ist noch viel bescheuerter, aber das eignet sich halt auch so richtig zum Streamen. Hänge ich gerade auf so einem 3-Gewinn-Ding im Gruppenmodus. Das heißt, wo du einfach nur alles, was mehr als 3 benachbarte Dinger sind, einfach wegklicken kannst. Und habe da Skills entwickelt, ich sag's euch. Ne? Es ist natürlich. Ja, super dämlich, aber genau das braucht einer wie ich halt hin und wieder zum Abschalten. Das darf nicht kompliziert sein. Ne? Kompliziert habe ich genug im echten Leben.
relativ hohe Fehlertoleranz, ohne dass du runterfällst. Ja, nee. Das fand ich zum Zugucken schon. Also, offensichtlich war ich richtig, ne? Ich finde es zum Zugucken schon nicht schön. Auch nicht meins. Aber mir das, ich habe das Gefühl, also einfach, wenn man es jedes Mal versucht, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest gegeben, dass es irgendwann klappt. Wenn du es weiter jedes Mal bei jedem Spiel versuchst, vielleicht findest du irgendwann mal eins, wo ich ja sage. Ist durchaus denkbar. Aber es sind 185 cm große Jellybeans. Naja, das macht es auch nicht besser. Hab gestern den ersten Platz geschafft. Ja, Glückwunsch. Entschuldigung, Leute. Das geht leider mit Naseputzen auch nicht weg, weil ich bin da chronisch verstopft, so ein bisschen. Tut mir sehr leid. Ja. Gestern ersten Platz geschafft. Genau, da waren wir. Ja, ich. Wow. Bekommt gerade was auf Discord. Ach so, Discord. Mensch, Midas, mach doch mal Ausrufezeichen Discord. Vollgeist unter den Kostümen. Ja, cool. Und was sagst du, ha? Ha? Wer hat es gut gemacht? Vor allem, ich habe beschlossen, es gibt jetzt doch einen Permalink nach Discord, weil es eigentlich bescheuert, wenn nicht. Ne? So groß bin ich nicht. Ja, geil. Siehste. Nein, ist okay. Ich probiere es mal. Sollte das irgendwelche Probleme bereiten, in irgendeiner Form kann ich es ja immer noch. Hoffentlich auch wieder. Weiß ich nicht, kann man das wieder abschalten? Habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Im Zweifel plätte ich den Kanal und mache einen neuen, auch wurscht. Noch ist Arnus Discord kostenlos. Das ist in der Tat richtig, ja. Ich vermute, das wird es auch bleiben. Wenn er 1000 Follower hat, kostet der Discord-Key 5,99 im Monat. Mindestens, mindestens. Ich bin ja von Berufs wegen eher so Preise gewöhnt wie 59,90 oder sowas. Das ist eher so, womit ich sonst arbeite. Aber gut, noch, ne? Will ich mal nicht so sein. Boah, wisst ihr, was echt schlimm ist bei der Hitze? Das Bier habe ich vor, weiß ich nicht. Naja, gut, okay, vor einer Stunde aufgemacht, aber es. Nee, vor einer halben, aber es ist halt einfach schon warm, ne? Ah. Ach ja. Nee, also. Spiele ist hier schon vorgekommen. Wimmelbildspiele sind hier schon passiert. Hofft mal drauf, dass mir das hartnäckig bleibt und irgendwann was findet, wo ich sage, yay, da mache ich auch mit. Im Zweifel machst du eine Zugangssperre rein, sodass wer die neuen User freischalten muss, mein da Eisenfutz. Ja, sowas dachte ich, gibt es bestimmt. Ne? Rocket League. Sagt mir der Name was, aber jetzt habe ich kein Bild im Kopf. Schon mal gehört. Aber nochmal für alle, es ist kein fucking Gaming-Channel hier. Ja, wie der Amboss im Hintergrund erahnen lässt, geht es hier um Handfestes. Noch nicht. Ach so. Naja, mal gucken. Wie gesagt, ich bin ja zu Schandtaten grundsätzlich bereit, aber es muss halt mir auch Spaß machen und es muss vor allem halt was sein, was ich auch irgendwie in den Griff kriege und wo ich nicht, ja, nicht nur das Gefühl habe, sondern tatsächlich irgendwie vorher WASD-Steuerung üben muss oder so ein Kack, weil das werde ich nicht tun. Da drücke ich mich seit Jahrzehnten drum. Und das fand ich schon vor Jahrzehnten nicht gut. Sonst könnte ich es ja jetzt auch, ne? Also, so ist.
Nee, nee. Also wenn schon irgendwie spielen, zocken oder sonst was, da finde ich zum Beispiel, um jetzt einfach nochmal auch da Werbung und oder ein Shoutout zu machen für den Midas, der macht ja immer wieder mal so ein schickes Quiz, wo er sich die Fragen auch selber ausdenkt und die echt, was echt Spaß macht, weil die Fragen wirklich gut sind. In aller Regel. Eigentlich schon immer, muss man sagen. Und wo ich, da mache ich echt gern mit, wenn ich Zeit habe, habe ich meistens leider nicht oder oft leider nicht. Aber das ist cool. Schaut generell bei mir das auch mal rein, der macht so Kunst und so. Und natürlich ganz viel mehr Gaming als ich, weil mehr Gaming zu machen als ich ist kein Problem. Schon gar nicht hier auf Twitch. Das am Samstag war extra hart für Lom. Ja, Samstag war ich ja, wie du weißt, komplett raus, weil Samstag hatte ich zwei Kindergeburtstage zu schmeißen vormittags und dann direkt ins Auto und nach Heiligenzimmern aufs Bogenturnier gefahren. Dann ganz schrecklich zechen müssen mit meinem Chef zusammen und den ganzen Leuten dort und dann ins Bettchen getorkelt und dann morgens, wie gesagt, aufgestanden, um dann Gewaltmarsch mit Pfeil und Bogen durch den Wald zu machen, um 24 Gummitiere möglichst zu erlegen. Lom hat verloren, na sowas. Okay. Höre ich da raus, dass du das. ist da rauszuhören, dass du das Quiz für die User, wenn sie zu gut sind, extra knifflig gestaltest? Und ist das eigentlich fair? Fragezeichen. Weißt, jetzt mache ich gerade Werbung für dich und dann kommst du so. Sorry, spiel mit Magic. Urmel braucht auf den Sack. Nein, bei Magic bin ich wirklich ganz raus, um Gottes Willen. Nein. Weißt du, ich treffe mich ja einmal die Woche auf Discord mit meistens einer Handvoll sehr rollenspielaffinen guten Freunden und Bekannten. Und naja, ich sag mal so. Ich habe mich da schon ein, zweimal auch ausgeklinkt, weil es einfach zu viel um Rollenspiel und so Sachen ging. Nein, ich rede jetzt schon richtig, ich rede nicht von Magic, aber das ist halt so ähnlich, ja. Das ist, wenn irgendwie der Blinde unter lauter Leuten sitzt, die von Farben sprechen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, ich bin selber, wie ihr wisst, Rollenspieler gewesen zumindest. Und habe da eigentlich mehr oder weniger noch Spaß dran. Ich habe Live-Rollenspiele gemacht. Ich bin Mittelalter-Marktgänger gewesen. Und das ganze Programm eigentlich, ja. Aber wenn es jetzt halt um Magic geht, Kartenspiele generell in die Richtung, habe ich null Plan. Ja, ich habe vor 30, 40 Jahren bald mal angefangen mit DSA. Erste Generation und hab das irgendwie halt, das war noch so kurz nach Grundschule, hab das mit drei Kumpels irgendwie fünfmal paar Stunden gespielt. Viel mehr Erfahrung habe ich da schon nicht. Also Pen and Paper. Ja, da war ich war da auch auf Cons und habe auch schon Nächte durchgezockt, so ist es nicht. Aber das war nicht so oft. Ne? Aber bei Magic bin ich komplett raus. Vergiss es. Und immer wenn der Midas anfängt davon zu erzählen, dann sitze ich immer da und denke mir so, Kein Plan. Wer Spaß dran hat, Midas zockt auch Magic hier online. Gerne vorbeigucken. Wer sich auskennt, für den ist sicher spannend und cool. Also immerhin schafft's der Midas, das so zu gestalten, dass selbst ich da, obwohl ich null Ahnung habe, länger als 10 Minuten mal zugucke, wenn gerade nichts anderes läuft. Sollte ein Kompliment sein. Das hinten raus vielleicht ein bisschen verunglückt ist, es tut mir leid. So. Gut.
Ansonsten wollte ich sagen, ich habe schon, um mal die Kurve zu anderen Themen kurz zu kriegen, ich habe es auf Discord schon ein bisschen angekündigt und auf Facebook auch. Apropos Facebook, ist da eigentlich noch irgendwas passiert? Ja. Nichts von Bedeutung, aber ja, okay. Wo ist Discord? So. Ich habe ja neben aller Turniervorbereitung und dem ganzen Käse und so weiter und so fort und dem ganzen Real Life, was sein musste, noch was gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte und weil ich ja inzwischen weiß, wie sich das zieht, wenn man es im Stream macht und dass das viele von euch dann doch nicht so saumäßig interessiert, zumal ich auch weiß, wie unglaublich viele YouTube-Channels es mittlerweile gibt, die sich mit Messermachen befassen. Habe ich jetzt halt das nächste Messer fast komplett offscreen gemacht, einfach mal so. Und wollte euch aber das Ergebnis zumindest nicht vorenthalten, zumal ich das selber ganz, ganz cool fand. Ja. Eigentlich war es so, dass ich, muss ich ehrlich sein, ihr wisst ja, ich fand ja mein Bogenschießmesser, mein neues, selber komplett übertrieben, aus dem einfachen Grund, es ist komplett übertrieben. Es ist völlig drüber raus und eigentlich als Bogenschießmesser auch null geeignet. Ja. Das ist, was ich vorher schon wusste, was ich immer dazu gesagt habe. Also es war mit Ansage ein Ding zum auf dicke Hose machen. Und jetzt habe ich erst vor 2 Wochen nochmal in meiner, ich habe da so eine Schublade und in der habe ich gekruschtelt. Da liegt noch so altes Zeug drin rum, was irgendwie, ja, ich sag mal, was ich nicht weg, was zu schade war zum Wegschmeißen, aber halt auch nicht so ohne weiteres fertig zu machen war. Zwischendrin wegen Burnout und dem ganzen Käse. Und habe noch eine Klinge gefunden, wo ich dachte, Mensch, das könnte noch ein ganz schickes Messer werden und das ist auch nicht so ein Riesending und das ist auch was Einfaches und das machst und außerdem irgendwie Bock drauf, das fertig zu machen. Und das habe ich jetzt fertig gemacht. Und ja, bevor ich lang rumrede, so sieht das Ding aus. Das zeige ich ein bisschen näher. So. Da könnt ihr OBS gucken. Ah, Knifeception, sehr schön. Ja, der Rücken ist sehr dick, aber ist auch recht breit und ist sehr stark konisch, also wird zur Spitze hin ganz schnell sehr, sehr, sehr dünn. Ja, Messer. Schick, meint der Eisenfuzzi, Dankeschön. Ich finde es tatsächlich auch schick und es ist, also kurz so mal die Randparameter, auch für YouTube, ihr wisst, ich lade es ja immer auf YouTube hoch. Das ist komplett geschmiedet. Die Klinge ist allerdings Monostahl, also gar kein fancy Damast oder sonst irgendwas, kein Schichtkäse, eine Lage, Monostahl. Das Material ist 55 SI7, ein Federstahl, aus dem ich, den ich immer oder hauptsächlich für Schwerter verwendet habe, für die einfacheren. Härte kann ich nicht genau sagen, weil durch die Geometrie konnte ich das, damals hatte ich ja noch ein Härteprüfgerät zur Verfügung, aber so einen durchgehenden V-Schliff kann man damit nicht ohne weiteres messen, habe ich mir geschenkt. Es dürfte so knappe 60 Rockwell haben nach den Hausmitteltests. Also es hat so nach dem harten Glas gerade so geritzt. Das heißt, es ist auch so das Maximum, was man rausholt. Bei dem Federstahl sind so etwas über 60 Rockwell. Ist im Schmiedefeuer gehärtet, also im Schmiedefeuer austenitisiert, richtiger gesagt, und in Öl abgeschreckt. Und dann anschließend angelassen im Ofen.
Ja, wie gesagt, ich denke so 58, 59 Rockies dürften noch übrig sein, was total okay ist als Gebrauchsmesser. Federstahl ist generell natürlich, wie der Name schon vermuten lässt, sehr robust, ne? Und von daher sicher wahrscheinlich nicht das allerschnitthaltigste aller Messer, aber dafür ein sehr gebrauchstaugliches im Gegensatz zu dem Riesending, was da hinten noch auf dem Tisch liegt. Ich kann ja mal ganz kurz zur Erinnerung, ne? Ihr seht schon diesen großen Knochen da. Der übrigens sich auf dem Turnier trotzdem bewährt hat, er stört nämlich nicht am Gürtel, muss ich sagen. Ja, aber sowas Handliches hier, das ist übrigens, würde ich das nennen, ein Vesper-Messer, beziehungsweise, ja, als Koch, für ein Kochmesser hat es an sich einen zu dicken Rücken, sagte ich schon, aber es hat halt schon eine sehr, sehr feine Geometrie, kann man so sehen. Ne? Und vor allem ist der V-Schliff wirklich fast durchgehend. Das heißt, es ist nicht auf die Hälfte ballig geschliffen, sondern nur ganz vorne. Und dadurch auch durchaus als Kochmesser fein genug, trotz allem, trotzdem relativ dicken, starken Rücken. Und das ist eigentlich eher so das, was man als Bogenschütze am Gürtel mitnehmen sollte. Nicht so ein Riesenbrecher. Ja. Ach so, richtig, ich war bei den Spezifikationen. Der Griff ist aus Rentiergeweih. Grüße gehen raus an Rudolf. Ja. Das ist also eine Geweihstange, die habe ich auch tatsächlich in der Mitte durchgesägt. Ja, Midas, ich säge auch tatsächlich mal was. Kann man hier erkennen, ganz gut. Da ist auch so ein kleiner Beweis dafür, dass es geschmiedet ist. Nämlich, ihr seht hier so einen ganz kleinen V-förmigen, so ein V-förmiges Loch. Das ist im Prinzip kein Loch, sondern es ist so, dass ich bei dem Ding ist wirklich auch die Außenkontur, die Form weitestgehend geschmiedet. Ja? Also das ist wenig gebandschleifert von der Kontur, sondern so nah wie möglich auf Endform geschmiedet. Und also auch der Radius hier hinten, ja, wo die meisten heute eigentlich hergehen und sagen, ja komm, hier, zack, und den Rest schleife ich, ist hier nicht. Ich habe hier wirklich auch den Radius größtenteils mit dem Hammer gemacht, was dann natürlich gerne mal zur Folge hat, dass es so ein bisschen nicht ganz so fließt, wie es soll. Besonders wenn es eben so ein, ja, Federstahl ist nicht der biestigste aller Stähle, aber der ist schon härter als ein Eisen, ne, beim Schmieden. Und dann gibt es halt mal so eine kleine Fehlstelle. Ist mir wurscht, ist mein Messer für den alltäglichen Gebrauch, zumal Federstahl, insbesondere der 55 SE7, der gehört, ich sag immer, auch wenn es auch nicht ganz stimmt, zu den Sofortrostenden. Ja, also die rösten gern schon, wenn man es scharf anguckt. Von daher wird es nicht so hübsch bleiben, wie es ist. Schon gar nicht in der Benutzung. Ja, Rentierhorn sagte ich schon, einmal durchgesägt. Ich habe hier extra mal noch. Ich hab mal eine ganze Kiste voll gekauft, fast nie benutzt oder verwendet, weil ich ja keine Messer mache, aber so sieht es im Rohzustand aus, ne? Und diese bräunliche Außenhaut, die ist hauchdünn, ne? Da konnte ich so ein ganz bisschen was davon, ist hier noch zu sehen. Woran man erkennen kann, dass auch die ganze Griffform hier nicht einfach nur komplett hingebandschleifert ist. Also schon viel davon, aber nicht alles. Also das hat schon ungefähr, deswegen ist hier hinten auch nicht symmetrisch, hat immer noch ungefähr so die Hornform. Liegt super in der Hand. Einwandfrei, total gut. Auch so von der Balance her. Ja. Ist auch nicht schwer, weil die Angel ist auch konisch. Hier hinten nicht so sehr wie hier, da kann man es gut sehen. Und dann funktioniert es. Die Pins, also die Nieten in Anführungszeichen, die sind nicht genietet, das ist nur geklebt, weil das tut's. Ich habe auch hier wieder
den Epoxidharzkleber im Ofen ausgehärtet. Das heißt, das ist eine bombensichere Klebung. Da geht nichts mehr schief. Die sind aus Edelstahl. Ist tatsächlich, gebe ich auch gerne zu, habe ich kein Problem mit, ist ein Edelstahlschweißdraht. Einfach fertig, geradeaus. Es waren schon Bohrungen drin mit 3 mm, das passt genau. Also, was liegt näher? Messing oder sowas wollte ich da nicht machen. Das wollte ich einfach mal geradeaus so lassen, wie es ist. Also, Stahl, ja, Silber und Opa, sorry, mein Mikro wieder. Silber und annähernd weiß. Ich hatte kurz überlegt, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, eigentlich hätte ich mal Bock, richtig was mit Plastik zu machen. Habe ich mir hier geschenkt. Ich habe ein Stück Plastik rausgesucht. Ich habe sogenanntes Korian, was eine ähnliche Farbe hätte wie das hier. So gescheckt, weiß, meliert so ein bisschen. Hab dann aber mich besonnen und mir ist eingefallen, dass ich dieses noch eine ganze Kiste Rentierhorn rumliegen habe. Hab da drin gekruschelt und noch ein passendes Stück gefunden und habe dem dann den Vorzug gegeben, weil ich einfach, es ist, ich arbeite lieber mit natürlichen Materialien. Das ist einfach so. Einmal wegen der Nachhaltigkeit allein schon heutzutage ganz klar und zum anderen, es ist ein angenehmeres Arbeiten. Ich meine, Horn stinkt auch wie die Pest, wobei das Rentierhorn geht eigentlich. Ich musste nur zweimal das Fenster aufmachen, um den Geruch zu vertreiben. Aber solange man es nicht anbrennen lässt, ist okay. Und das Korian-Zeugs, das stinkt erheblich unangenehmer. Ja, also das ist halt mehr so ein, ja, ist halt Plastik. Ne? Von daher ist mir das so deutlich lieber gewesen. Und es sieht auch schöner aus im Endeffekt. Vor allem lustig war, nachher habe ich die zwei Materialien mal nebeneinander gehalten und gedacht, ja, also der optische Effekt ist auch ungefähr derselbe. Also, lassen wir es, wie es ist, alles super. Das eigentlich Geile daran aber, und jetzt aufgemerkt ist, was das natürlich für ein Schneidteufel geworden ist. Ich habe ja schon gesagt, ich habe hier den V-förmigen Querschnitt durchgezogen, der ist wirklich sauber flach geschliffen bis vorne. Beinahe natürlich, man kann es nicht ganz auf Null ziehen, dann wäre bei dem Winkel die Schneide zu instabil. Aber Achtung, alle, die jetzt im Log sind oder gerade in der Küche, die sollten jetzt mal kurz herkommen, weil ich habe Tatsache erst ein einziges Mal ein dermaßen scharfes Messer gemacht. Ich sage bewusst nicht hingekriegt, weil das kriegt man schon hin, wenn man weiß, was man tut, aber in dem Fall war es ursprünglich nicht unbedingt beabsichtigt. Ist so Nahware, sagt der Schwab, ne? Ich zeige euch jetzt mal kurz. Blatt Papier, ne? Hi Falkenheinrich, du kommst ja gerade richtig. Und Prost. Danke, Prost. Es ist ein Wahnsinn. Ich muss hier nicht mal aufpassen, wo ich das Papier halte. Also wenn ich es hier hinten halte und hier schnippel, geht es auch. Ja. Wenn es nicht ganz so scharf ist oder bei, ja, ich sag mal, bei nicht so feinen Geometrien, da ist halt, da muss man ein bisschen schummeln. Daran könnt ihr auch sehen, was heißt schummeln? Ist nicht, ich empfinde es nicht als geschummelt, aber daran könnt ihr dann leicht sehen, wenn es andere mal machen, wie es wirklich ist. Ja. Also wenn man da hergehen muss und das hier so neben dem Finger ansetzen muss, dass das überhaupt mal reingeht, dann geht es auch mit einem nicht ganz so, mit einer nicht ganz so feinen Schneide, ne? Aber wenn man hier so machen kann, es macht Spaß. Unfassbar.
Und ich habe seit geraumer Zeit hier so eine kahle Stelle am Arm. Sonst würde ich euch gerne zeigen, wie es rasiert, aber ich glaube, das könnt ihr euch auch so vorstellen. Ich muss erst mal wieder wachsen lassen. Zu viele Messer in letzter Zeit, es tut mir leid. Und nein, ich versuche es nicht mit links, weil könnt ihr euch denken. Bin vielleicht ein Freak, aber ich bin nicht bescheuert. Ja. Das Messer hatte ich übrigens nicht mit. Also doch, ich hatte es mit, aber nur in ein Stück Leder gewickelt im Rucksack. Beim Bogenturnier, weil ich habe, wie man sehen kann, noch kein Kleidchen dafür. Also ich muss dann noch eine Scheide bauen und bin da jetzt. Das war jetzt gerade die passende Überleitung. Ich bin völlig unschlüssig, wie ich das machen soll. Normalerweise verstaut man sowas in einer sogenannten Köcherscheide. Also so ein Ding, was hier einmal rumgewickelt ist. Und dann kann man das nass ein bisschen formen, dass hier der Griff quasi bis hier reinpasst und es einfach nur drin steckt. Dass man es also so rausnimmt. Ne? Kennt man auch vor allem am ehesten von, na, wie heißen sie, von den finnischen Messern, den Finnmesser. Nordische Dings kennt er schon. Ich weiß nicht, ob das hier Sinn macht. Das ist zu scharf. Weil bei den Köcherscheiden ist immer so, dass sich das oben natürlich ein bisschen zusammenzieht. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man da auch nur leicht verkantet, so beim Reinschieben, dann schneidet man halt ins Leder, was nicht schlimm wäre, wenn man jetzt von einem durchschnittlichen Solinger Messer aus rostfreiem Stahl mit 45 Grad Schneidenwinkel redet. Das wird dann da hoffentlich schon abrutschen und dann seinen Weg finden, aber das Ding, das schneidet sich halt seinen Weg, ne? Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich damit tue. Scheidentechnisch ist nicht so einfach. Ne? Bin ich wirklich im Moment ein bisschen am Überlegen und noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Falls ihr Ideen habt, ja, auch auf YouTube, schreibt es mir gerne in die Kommentare und tut das zeitnah, weil ich möchte es natürlich auch mal fertig haben. Scheide ebenfalls aus Horn, ja. Natürlich habe ich auch schon überlegt, so Holzscheide und so. Ich habe ja früher, ne, also Schwertscheiden sind ja normal nicht aus Leder. Ich habe fast nur Schwertscheiden gebaut, üblicherweise, weil ich ja auch fast nur Schwerter gebaut habe, üblicherweise. Das ist aber jetzt für so ein feines Ding auch nicht die geeignete Technik. Und Horn, ja, das ist ein bisschen groß, ne? Also jetzt hier Breite vor allem. Insbesondere, wenn man sagen würde, Rentierhorn, das hier ist ein richtig großes Stück Rentierhorn, ne? Das größte, was ich noch habe. Was ich übrigens nicht genommen habe für den Griff, weil es ein Tick zu krumm ist. Ich hatte noch eins, das war auf etwas längerer Strecke noch ein Tick gerader. Ne? Und das wurde dann das hier. Das ist das zweitgrößte Stück, was ich von 40 Stück noch habe. Und das ist auch, also so ein Rentier ist nicht viel größer als ein deutscher Schäferhund. Ja? Wenn man mal genau guckt, und die haben auch ein sehr zierliches Gehörn. Also das geht schon mal nicht, also zumindest nicht am Stück. Außerdem habe ich da auch kein Material. Und dann ist noch Horn so ein Material. Also man muss ein bisschen aufpassen, wie man es bezeichnet. Ich bin da selber immer gerne drauf reingefallen oder habe es selber falsch immer gesagt. Das hier ist Geweih und kein Horn. Horn und Geweih sind zwei Paar Stiefel. Ja? Also auch schon vom Material her. Ist zwar beides jetzt biologisch, chemisch gesehen sehr, sehr ähnlich und natürlich eng verwandt, aber schon noch ein Unterschied. Schaufel vom Damwild. Ja, kommen wir der Sache schon näher. Die sind aber auch, ne, das ist ja alles so gewölbt und auch nicht unbedingt super dick. Und außerdem kriegt es mal her. Das ist dann wieder das Nächste. Ne? Und dann, was ich eigentlich sagen wollte, langer Rede, kurzer Sinn mal wieder. Sowohl Geweih, also Geweih weniger, aber Horn vor allem ist sehr, wie soll ich sagen, neigt sehr zum Arbeiten, ist sehr feuchtigkeitsempfindlich und so. Das heißt, es verzieht und macht und arbeitet und schafft und wird krumm und macht alles Mögliche, was man nicht haben will. Ne?
Also ist nicht dafür geeignet, jetzt insbesondere Scheiden draus zu bauen. Ne? Musst überlegen, das hier ist ja ein Griff, da sind erstmal, nochmal näher dranhalten, da ist erstmal noch, das habe ich früher nie gemacht, das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich das hier gemacht habe. Da ist Vulkanfieber drauf, natürlich grün, ja. Und keine Sorge, die Scheide wird nicht grün. Habe ich nicht vor, zum weißen Griff passt schwarz deutlich besser. Aber hier fand ich es legitim, so als kleinen Farbtupfer. Da ist grünes Vulkanfieber drunter erstmal mit Epoxidharz geklebt. Das stabilisiert schon mal deutlich und dann das Ganze nochmal aufs Metall geklebt mit Epoxidharz. Beide Male bei 70 Grad im Ofen ausgehärtet. Da passiert nichts mehr. Ich habe es fast nie geschafft mit Naturmaterialien, also noch nicht mal mit Holz, dass ein Messer, was frisch fertig ist, dass man hier. Und auch bei den Pins, bei den Nieten quasi, wenn man hier drüber fährt oder auch hier, ja, überhaupt keine Absätze spürt, weil normalerweise selbst Holzgriffschalen, wenn man die drauf macht und am selben Tag noch schleift und auf das Messer anpasst, dann dauert es noch einen Tag und dann ist hier gefühlt ein Millimeter Luft, weil das Holz irgendwie schrumpft. Ja. Ist hier nicht der Fall, weil ich mir da mehr Zeit gelassen habe, zum einen. Und zum anderen, dass durch das Vulkanfieber auch ein bisschen stabilisiert ist. Unter anderem deswegen macht man das ja, heutzutage. Also als Mittelaltermesser geht es schon nicht mehr durch, allein deswegen. Ja. Von der Form auch nicht, muss man sagen. Ja. Aber das ist so ein Problem bei Naturmaterialien generell. Hattest du die, ich vermute, Klinge, meinst du noch rumliegen? Exakt das, die hatte ich noch rumliegen. Ich habe es vorhin schon erzählt, da warst du noch nicht da. Ich habe da so eine Schublade, wo noch Zeug drin rumliegt. Allerdings, bevor jetzt einer denkt, das ist so eine Schublade, die unten irgendwie keinen Boden hat und nicht aufhört, leider nicht. Also, da kam die große Bowie-Messerklinge raus, ja. Da kam jetzt die Klinge noch raus, ja. Was jetzt noch drin liegt, ist, fürchte ich, nicht wenig, aber eigentlich, ich habe da nichts mehr jetzt gesehen, was sich noch groß verwenden lässt. Ich habe noch eine Klinge, die so aus Schichtkäse ist, die ganz hübsch ist, aber da weiß ich noch, also da kann ich mich dran erinnern, da ist die Wärmebehandlung nicht gut, da habe ich schon ganz rudimentär Griffschalen drauf gebappt, die auch nicht gut sind und die ich noch gar nicht hätte drauf bappen sollen. Und die ich jetzt aber auch nicht mehr heil runterkriege. Und an der mache ich nur weiter, wenn ich mal ganz viel Lust habe. Und arg hübsch ist er auch nicht. Ja, und sonst ist da nichts mehr drin, außer einen oder anderen Brieföffner. Und das meine ich wörtlich. Also ich habe tatsächlich hier und da mal aus irgendeinem Reststück auch tatsächlich mal einen Brieföffner geschmiedet. Aber und dann nie benutzt, weil es eigentlich total, ja, braucht kein Mensch. So. Und mein kleines, ja, stimmt. Also, ich habe noch ein paar so Klingen wie dein kleines rumliegen. Das ist richtig. Diese schmalen, dicken Mittelalterklingen. Okay, da könnte ich mal noch mich ranmachen. Das sind auch mehrere. Da ist nur das Problem, das ist so eine Klingenart und Form, die ich nicht brauche. Also, da habe ich einfach keine Verwendung so direkt für. Außer, gut. Falls ich doch mal wieder mich ins Mittelalter verirren sollte, und das kann schon vorkommen, dann fehlt mir nämlich auch da ein Messer, weil weder mit dem fetten Bowie noch mit dem Küchenmesser hier, oder Vespermesser, sagen wir mal, ja. Wobei gut, das würde auf dem Markt, zum Mittelaltermarkt, würde das natürlich noch durchgehen. Sobald es ins Reenactment geht, natürlich nicht mehr, ja. Das ist weder eine mittelalterliche Form noch durchgehend mittelalterliche Materialien. Also das geht schon mal nicht allein durch den Liner hier. Aber ja, diese kleinen Dinger, die sind definitiv sehr mittelalterlich und da ist auch das Griffbauen wäre da verhältnismäßig, naja, da bin ich gar nicht mal sicher, muss ich aufpassen, was ich sage. Ich vermute relativ einfach. Also es waren da einfache Griffe dran, im Prinzip ein Stück Holz und die haben ja auch so kurze Angeln, die sind da einfach reingebappt, ja, rudimentär gebohrt und ausgestemmt und dann eigentlich wie ein Feilenheft im Großen und Ganzen, nicht viel komplizierter, war das montiert und fertig. Aber wie gesagt, ich habe da keine Verwendung im Moment. So wirklich.
Muss ich mal schauen, was ich damit mache. Aber da liegen noch welche rum. Unter anderem welche mit Hufnageldamast drauf. Ne? Also da habe ich mal vom Ulrich Gerfin persönlich, als ich ihn mal besucht habe, haben wir Hufnageldamast gemacht. Dann haben wir Hufnägel in nasse Zeitungen mit ein bisschen Borax dazu eingepackt haben und dann ganz vorsichtig durchs Schmiedefeuer haben laufen lassen, bei wenig Luftzufuhr, dass ein bisschen Kohlenstoff reinkommt, in der Hoffnung, dass da ein bisschen Kohlenstoff reinkommt. Und dann vorsichtig miteinander verschmiedet, verschweißt. Ja. Und dann, um dann Material zu haben, aus dem man eben wieder ein Messer machen kann, habe ich dann beim Ulrich schon auch kurz eins draus geschmiedet, so ein kleines, genau in dem Stil. Da war ich nämlich gerade dran, solche kleinen, diese ganzen Klingen zu machen, die ich da jetzt gemacht habe. Habe dann aber festgestellt, okay, also da haben wir nicht genug Kohle reingekriegt, weil Hufnägel sind, müssen sie auch sein, sind sehr weich, sind sehr reines Eisen ab Werk und das Feuer hat dann nicht genügend aufgekohlt, dass das ein vernünftig härtbares Material geworden wäre. Ich habe dann aber zu Hause in der eigenen Schmiede, als ich die noch hatte, das noch ein paar Mal gemacht. Ich bereue es ein bisschen bis heute, da ging viel zu viel Zeit bei drauf, das dauert ewig. Ja. Das ist ganz schön aufwendig und habe dann das als Deckschicht von Laminat genommen, also ähnlich wie bei einem Bovisor Dreilagen-Dinger gemacht, da habe ich noch ein, zwei Stück rumfahren, glaube ich, mit Hufnageldamastauflage. Soll ich mal gerade gucken, ob ich das finde? Ich glaube, das sollte ich eigentlich mal tun. Ist halt so, dass ich die vor 15 Jahren oder wann das war, mal grob geschliffen und ein bisschen angeätzt hatte, dass man ein bisschen was sieht, nur dass ich so grob beurteilen kann, wie es aussieht. Und seitdem liegen die mit anderem Blechzeug in der Schublade und werden durcheinander geschmissen, also wahrscheinlich sieht man nichts mehr. Aber ich schaue mal für euch kurz nach, ob ich da noch was finde. So, Moment. Wow, das war einfacher als gedacht. Das müsste eins sein. Wenn man sehen kann, hat es schon Rost eingesetzt hier schon wieder. Wenn man aber tatsächlich auch noch erkennen kann, das Dunkle hier ist natürlich die Schneidlage. Am Rücken habe ich festgestellt, sieht man deutlich Schneidlage. Man sieht auch deutlich, dass die hier vorne schön ein bisschen sich verschoben hat, wo sie nicht hin soll. Egal. Ist nicht fertig geschliffen, ne? Da steht noch ganz schön, ich würde sagen, wie viel steht denn da noch? Ja, fast ein Millimeter dick ist die Schneide, ne? Also das müsste man, gehärtet ist es, das müsste man jetzt halt gekühlt am wassergekühlten Stein am besten runterschrubben. Und Struktur, weiß ich nicht, kriege ich das ins Bild? Eigentlich ist es recht hübsch, also das ist, ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Ich sehe jetzt hier eher so ein bisschen die Querschleifriefen vom Schleifband. Ja, so sieht man es noch schlechter. Ihr wisst schon, Licht und Schatten immer. Ich versuche gleich mal hier die Tischcam, ob die es besser kann. Und ihr seht, ne, sie haben eine kurze Angel, und Griff dann halt irgendwie so. Ne. Viel mehr ist da nicht dran und durchgehend halt V-förmiger Querschnitt und recht starke Rücken hatten die immer. Also das ist alles andere als filigran das Ding hier. Ne? Kann ich mir aber zum Beispiel sehr gut vorstellen zum Holzschnitzen, also wenn man richtig ein bisschen qualtieren muss, ist es nicht so verkehrt von der Geometrie, glaube ich. Ein ausgesprochenes Kochmesser ist es natürlich nicht, ja, klar.
So was. Ich probiere mal eben die Tischcam hier aus, ob das besser geht. Natürlich. Die Cam selber macht halt Schatten, ne? Wir machen das. So macht sie keinen. Ah, das ist besser. Ihr seht, ich lüge nicht, wenn ich immer von Licht und Schatten erzähle. Ne? Man muss damit wirklich spielen, besonders bei so Damastgeschichten. Wobei ich ehrlich gesagt eigentlich überhaupt kein Freund bin von dem Begriff Damast. Aber da kann sich halt jeder was drunter vorstellen. Da weiß jeder, was gemeint ist. Eigentlich ist es sehr, sehr irreführend. Und auch historisch nicht ganz korrekt, da immer von Damas zu reden. Aber ich sag mal, so ein Wahnsinns-Korinthen-Kacker will ich da jetzt auch mal nicht sein. So, also das ist Hufnagel-Damast-Auflage. Simuliert auch so ein bisschen eigentlich das alte Schweißeisen, was ich damals noch nicht zur Verfügung hatte. Nur dass es, wie ich dann später gemerkt habe und wie ihr auch kennt jetzt von dem großen Bowie-Messer, da ist ja altes Schweißeisen drauf, also sogenannter Gerbstahl. Das ist meistens, hat es viel mehr Löcher, ne? Also da habe ich schon die Hufnägel mit weniger Dreck drin zusammengebacken gekriegt. Ich nehme mal noch die andere Seite, da ist halt mehr Rost zu sehen als alles andere. Ja, die war wahrscheinlich auch nicht so sauber geschliffen vorm Ätzen. Ja, die Seite ist schon deutlich besser zu sehen. Ist geätzt mit Eisen-3-Chlorid übrigens, ne? Also was man typischerweise so zum heutzutage für die Hauruck-Ätzung zumindest nimmt, wenn man mal eben schnell Struktur sichtbar machen will. Und hier, wie gesagt, die leicht rausgelaufene Mittellage. Die Mittellage, ich habe keine Ahnung mehr, was es für Material ist. Es ätzt hier im Vergleich zum Eisen dunkel, das heißt aber nichts. Also es wird sehr wahrscheinlich kein 2842 sein, woran der versierte Messerschmied als erstes denkt bei dem Kontrast. Weil den hatte ich normalerweise gar nicht da. Kein Plan, was es sein kann. Federstahl sicher nicht, den habe ich glaube ich nie laminiert, weil der ganz beschissen zu schweißen ist. Aufgrund des Siliziumanteils. Das geht überhaupt nicht gut und macht auch sonst wenig Sinn, weil der nicht so viel Kohlenstoff hat. Also was heißt wenig Sinn? Macht schon Sinn, aber ist halt scheiße zu schweißen. Na, deswegen macht man es nicht. Ich denke eher, das könnte ein C105 sein, der im Kontrast mit dem fast reinen Eisen hier von den Hufnägeln halt auch dunkel zeichnet beim Ätzen. Ne? Das könnte ich mir vorstellen. Ist auch wahrscheinlich, weil das so eher das Material ist, was ich für ein Mittelaltermesser nehmen würde, weil das halt dem alten Material auch näher kommt. Ne? Was man da genommen hätte. Also viel Kohlenstoff, sonst nichts. Ja, also ich denke, so hat man jetzt ein bisschen was erkennen können von der Struktur. Hufeisen, Damast, Hufnagel, Damast, Messer, Klingchen. Ja, und ich würde sagen, vielleicht, also wenn es jetzt ums Messer machen geht, vielleicht lasse ich das gleich mal hier liegen als zukünftiges Projekt. Fragt mich nicht, wie die Griffe ausgesehen haben, weiß kein Mensch. Ne? Aber nochmal, wie gesagt, einfacher Holzgriff, so in die Richtung, wie man das heute so als, ja, man bezeichnet es dann gern als Wikingermesser oder so kennt. Ne? Also leicht konisch nach hinten, ein bisschen dicker, vom Querschnitt oval, ganz einfach geradeaus, sowas würde ich sagen, gehört hier dran. Falls wir hier irgendjemand aus der Historiker- oder Archäologen-Ecke hätten oder haben, auch auf YouTube, ja, gerne kommentieren. Sagt mir Bescheid, ich weiß es selber auch nicht besser.
Kann ich nicht sagen. Ach ja, Zeitstellung spielt da natürlich eine Rolle, ne? So dieses Mittelalter, das ist ja schon, je nachdem, wen man fragt, so ein Zeitraum von 1000 bis 1500 Jahren. Und dann gibt es noch die ganze Erdenscheibe. Das heißt, man muss schon ein bisschen konkretisieren. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich diese Art Messer kennengelernt aus einem Fund, der eher so ins Hoch- bis Spätmittelalter datiert. Eher spät, glaube ich sogar. Und von daher im Kontext wäre da also was Spätmittelalterliches, was frühes Spätmittelalterliches, sage ich mal. Also vielleicht 15. Jahrhundert oder so wäre da ganz angemessen. Vielleicht auch ausgehendes Hochmittelalter, so genau weiß ich es auch nicht. Und schon haben wir wieder, ne, dann merkt er auch, womit man sich rumschlagen muss, so als Mittelalterschmied, oder womit ich mich rumschlagen mochte, auch muss ich gestehen. Und jetzt sagt, ja, zuerst mal klingt es ja harmlos, ne, wenn man jetzt sagt, ja, hier, ja, frühes Spätmittelalter, ne, 15. Jahrhundert. Oder vielleicht, ja, Spätmittelalter, bis wann geht es? Aber Problem ist ruckzuck bei einem Zeitraum von 300 Jahren. Ja, wenn ich jetzt sage, ja, spätes Hochmittelalter, sagen wir 1350, 1400 bis 1600, ja, das wäre so die fließende Grenze zwischen Hoch- und Spätmittelalter, und jetzt, es sind halt fucking 200 Jahre. Und jetzt überlegt euch mal, was in der Neuzeit heutzutage, was man weiß über die letzten 100, 120 Jahre, wie viel da passiert ist in alle Richtungen. Ja, jetzt, und wenn man jetzt so einen Gebrauchsgegenstand wie ein Messer nimmt, das würde ich am ehesten vielleicht sogar fast noch mit Mode vergleichen, ja, wo sich da einfach auch modisch ändert in der Zeit von bis, und boah, ganz schwierig, ne? Also auf den Tag genau ist das alles einfach nicht einzuordnen, und auch deswegen kommt es mir darauf nicht an. Ich würde da einen Holzgriff machen, vielleicht mit einer Metallzwinge, und fertig. Und dann bist du wahrscheinlich, wird dir da niemand, also weder ein Historiker noch ein Archäologe, irgendwie an Karren fahren. Wenn du, wahrscheinlich weder, wenn du sagst, ja, das ist mein Hochmittelaltermesser, noch wenn du sagst, ja, das ist mein einfaches Spämi-Schneidgerät als EDC, Everyday Carry, wie man heute sagt. Ja. Geht wahrscheinlich beide Male durch. Und ja, da merkt man schon, oh, uff. Nicht so einfach, und unterm Strich in so einem Fall vielleicht manchmal auch ein bisschen egal. Vielleicht auch interessant, mal so aus dem Nähkästchen gesprochen. Oft ist es ja so, ich war ja schließlich, letzten Endes habe ich ja davon gelebt und habe das Zeug immer verkauft, ganz wenig selber gehabt und selber behalten. Ganz oft ist einfach die Vorstellung vom Kunden, die man umsetzt, ne? Und der Kunde hat unter Umständen halt doch eine andere Vorstellung als du oder als der Historiker vom Mittelalter. Ja? Und ich meine da jetzt nicht mal die Kunden, wie sich das jetzt gerade angehört hat, so die eben so auf dem Mittelaltermarkt gehen, ne? Um da halt Spaß zu haben, sondern durchaus auch welche, die sich mit der Materie befassen und befasst haben und auch länger befasst haben und die es interessiert. Aber es hört halt bei so kleinen Gebrauchsgegenständen, da hört es halt schnell auf, ne? Das ist, weil es eben auch nicht einfach ist. Und dann heißt halt doch eher, ja, mach's einfach mal so und so. Das ist meine Vorstellung, ne? Und dann passt es, und dann machst du es halt so und so. Und dann passt es zumindest für den Kunden. Und ja, mei, also ob das mir passt, spielt keine Rolle. Und ob das, also tut es tatsächlich nicht, vor allem, ich mache ein schönes Messer, fertig. Ja, das muss handwerklich gut sein. Und dann ist alles andere
ist dann mir auch relativ Hupe. Und ja, jetzt von wegen Historiker und so, ihr würdet euch wundern, wie relativ lässig die teilweise mit sowas umgehen und dann teilweise wieder bei anderen Sachen. Also, wo ich jetzt wieder sagen würde, hä, was ist denn da jetzt los? Warum? Die halten sich dann schon eher an einem Knopf, an der Gewandung oder an einem Nagel im Schuh auf, als an einem Messer oder sowas, was wir als viel wichtiger erachten würden, ne? Weil es das halt einfach nicht ist und weil man letzten Endes aus den unscheinbaren Sachen oft mehr drüber weiß und mehr herleiten kann als aus den Sachen, die wir halt, oder ich jetzt, weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich finde halt Messer geil, ne? Hab schon gemerkt, so ansonsten hier auf dem Channel und auf YouTube kommt das Messerthema nicht so super geil an, weil es halt, ja, sagte ja schon, ist totgelutscht, ne? Gibt es so viele Leute, die das machen und da gibt es sicher auch sehr viele, die es noch geiler machen als ich, unbenommen, gar keine Frage. Vor allem, die es geiler zeigen, ja, mit geschnittenem Video, mit 2K und allem. Unbenommen darf gerne so sein, ja, aber deswegen versuche ich das Thema hier nicht so breit zu treten, aber jetzt heute reden wir halt mal drüber, weil gebastelt wird heute nichts. Sorry. So. Aber für mich war halt als Schmied, der halt hauptsächlich historische Sachen gemacht hat, immer der historische Background ein Thema, sage ich mal, ja. Oder zumindest meistens. Nicht immer. Im Prinzip habe ich schon immer wahnsinnig gern Fantasy gemacht und auch machen wollen, aber das wurde halt auch kaum nachgefragt. Weil als ich angefangen habe, da war noch tatsächlich Schaukampf ein Thema, also hier so richtig laut die Dinger aneinander knüppeln und so, ne, wie man das halt so kennt aus Hollywood, aus den 60er Jahren. Und es kam dann aber relativ bald das historische Fechten auf und damit ist der Schaukampf im Prinzip so von heute auf morgen ziemlich ausgestorben, um nicht zu sagen fast komplett verschwunden. Und mit ihm leider, muss ich sagen, also dass das ausgestorben ist oder nur noch eine Randerscheinung ist, das finde ich gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Aber damit ist halt auch ziemlich ausgestorben, so diese, der lockere Umgang und die, wie soll ich sagen, die Affinität zu Fantasy-Themen im Marktbereich oder generell. Ja. Man hat halt dann, da ging es halt los, dass alle versucht haben, sich irgendwie damit hervorzutun, dass sie in irgendeine Richtung irgendwie wahnsinnig historisch sind. Und zwar vom kleinsten Markt, von der kleinsten Marktlagergruppe an, musste dann auf einmal alles historisch sein, was es natürlich nicht von heute auf morgen sein konnte, aber man hat es dann erstmal zumindest behauptet, so lange, bis es dann einigermaßen so war. Das war so ein bisschen die Entwicklung, zumindest in meinem näheren Umfeld. Im weiteren Umfeld ist es bis heute so, dass es Leute gibt, die, naja, es gibt halt alles von bis, ne? Da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie diffamieren oder so oder schönreden oder über den Klee loben, weder noch. Na, es gab ja auch damals schon Reenactment, wo man sagen kann, wow, da schlackere ich jetzt aber mit den Ohren. Da komme ich ja nie hin, ne? Von der Akkuratesse der historischen und ja, halt so Gromis, Grobmittelalter, sagt man immer ganz gern dazu. In Fachkreisen, die halt eigentlich auf alles scheißen und gern trotzdem sagen, guck mal, wie authentisch das ist. Ne? Und wenn ich jetzt in dem Zusammenhang von so einem Messer rede, wo man einfach nichts drüber weiß, ja? Oder ganz wenig, ich meine, ich habe einen Schuhkarton solche Klingen, also Originale mal hier gehabt, als Leihgabe zum Untersuchen, zum Begutachten, ja, und zum Nachschmieden. Und die waren nicht mal genau datiert. Also von daher. Upsa. Ich mache einen Griff dran. Fertig. In dem Fall
ohne Vulkanfieber, klar. Aber, oder solche Sachen. Wäre mir selber zuwider. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also mir ist immer, ich habe immer ein Aber, wenn ich irgendwie sowas, was auch nur traditionelle Sachen, also das muss gar nicht Mittelalter sein oder noch länger her oder sonst was. Aber wenn ich so schöne Naturmaterialien mit Plastik verbinden soll, da habe ich immer echt ein Problem. Einzige Ausnahme ist zum Beispiel ein Dudelsack-Anblasrohr-Mundstück oder überhaupt das Anblasrohr vom Dudelsack. Ne, das Thema hat man ja schon des Öfteren hier und in meinen alten YouTube-Videos sowieso auch explizit das, weil da einfach die Anwendung von Kunststoff total Sinn macht und eigentlich wichtig ist. Ja. Beziehungsweise wo ich einfach nicht anders machen will, weil das einfach die Lösung für alle Probleme ist, die da Naturmaterialien mit sich bringen. So. Aber gern mache ich es nicht. Ja, eigentlich fände ich es total gut, es gäbe da auch da eine Lösung, die ohne Plastik auskommt. Gibt es aber halt nicht. Also zumindest keine, die so dauerhaft ist. Ja. Also da als Beispiel, insbesondere Mundstück selber, hatte ich mein erster Dudelsack von Andreas Rogge, war mehr oder weniger eine Gaeta in Hoch C. Die hatte noch ein Hornmundstück. Und das ist natürlich viel geiler, ne? Ich habe meine ersten Dudelsäcke auch mit Hornmundstück gebaut. Also echtes Horn, Kuhhorn, Rinderhorn vielmehr. Das sind ja die, kommt aus Afrika, das Zeug, was man so als Trinkhorn auch kriegt und so. Das sind Zebus, glaube ich, heißen die Viecher. Riesendinger. Ja, und das ist schon ganz gut. Nur manchmal schmeckt es nach Horn. Nicht immer. Also meins war sehr dezent, hat es nur nach Horn geschmeckt. Und zweitens, man kaut es durch irgendwann. Also das geht kaputt mit der Zeit. Und so ein Plastikmundstück, das kriegst du nicht durchgekaut. Und dann ist halt noch der Hygienefaktor, spielt natürlich auch eine Rolle, weil Horn als Naturmaterial natürlich immer porig ist und faserig. Ja, das ist ja mit der Trick, das ist ja im Prinzip auch so ein, naja, wie Holz, nur härter. Und das heißt dann halt immer mit Spucke und Zeug und ist nicht so weder appetitlich noch hygienisch gut und geht halt mit der Zeit kaputt. Auch nass und trocken und so mag es nicht so. Es war der Kunststoff des Mittelalters, definitiv, weil es eigentlich gerade das Rinderhorn, auch riesiger Rinder, hat Eigenschaften wie ein Thermoplast. Also das kannst du ja auch mit Wärme und ein bisschen Feucht und so, kann man das biegen, kann man das formen. Ja. Das geht ja alles. Aber es ist halt einfach nicht so dauerhaft. Ja. Also da nochmal, wie gesagt, Dudelsack-Mundstück, Anblasrohr generell, okay, kombiniere Holz mit Plastik, von mir aus. Aber sonst habe ich da echt, ich mache es nicht gern. Also es auch hier ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Wobei man dazu sagen muss, was ist Vulkanfieber eigentlich? Vulkanfieber ist im Prinzip Papier oder Pappe vielmehr, ist ja relativ dick hier, ne? Das ist 1 Millimeter stark, die Zwischenlagen. Eigentlich ist es Pappe, nichts anderes, die aber entweder mit Zinkchloridlösung oder mit Schwefelsäure, Wikipedia gucken, das weiß viel über Vulkanfieber, so behandelt worden ist, dass es eben eigentlich kein Papier mehr ist, also das Zeug ist wasserfest. Und sehr, sehr steif, sehr hart, lässt sich ja schleifen und alles, ne? Und ist also chemisch, physikalisch beides ein bisschen verändert durch die Behandlung mit Schwefelsäure oder mit Zinkchlorid. Und hat dann völlig andere Eigenschaften als das Ausgangsmaterial. Cooles Zeug, in dem Sinne kein Kunststoff, aber halt was Modernes. Also das gab es halt nicht im Mittelalter, auch nicht im Späten, ne? Noch nicht. Und da ist schon blöd. Also das habe ich dann hinterher auch gedacht, ja gut, das macht heute jeder moderne Messermacher. Unter anderem deswegen wollte ich es auch mal machen. Und hinterher habe ich dann gesagt, das schöne Rentierhorn, ne? Das natürliche, und dann pappe ich sowas drunter, ist ja auch blöd. Aber wo fängt es an, wo hört es auf?
Auf der anderen Seite habe ich hier mit großzügig, habe ich auch bei Schwertern schon gemacht, mit Epoxidharzkleber geklebt und noch moderner geht es eigentlich nicht. Ja. Allerdings, da jetzt wieder in eine andere Richtung, da könnte man jetzt sagen, ja, gut. Epoxidharzkleber gab es nicht, aber man kann das genauso mit zum Beispiel Knochenleim oder sowas machen, also mit den tierischen Leimen, die es schon gab. Das wäre weniger wasserfest, aber würde auch, also von der Klebkraft an sich, also von der Härte vom Kleber an sich, kommt es nicht annähernd ran, aber die Adhäsionskraft und so, also das bleibt wie Sau und ist, wenn es ausgehärtet ist, auch absolut ausreichend zäh und hart für den Zweck, dass es eine Messergriffschale sauber am Platz hält. Also das ist einfach kein Problem. Das würde auch gehen. Ja. Nur als Beispiel. Oder auch Caseinleim oder sowas. Ist noch weicher, aber jetzt einfach um eine Griffschale auf dem Messer zu fixieren, noch dazu, wenn es zusätzlich genietet ist, kann man schon machen. Geht. Ja. So, Eisenfuzzi macht Feierabend. Dankeschön, Eisenfuzzi, fürs Dagewesen sein. Wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Und bis die Tage, genau. So, ich denke übrigens, ich werde heute auch nicht übermäßig lange machen, ne? Weil ihr seht schon, ich habe ja auch angekündigt, ich habe nicht viel, also gar nichts heute, wirklich mit Ansage, nichts vorbereitet. Außer dem hier. So gesehen habe ich schon eigentlich schon mehr gemacht als vorbereitet und hier ellenlang wahnsinnig viel erzählt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht zu Tode, aber der Tatsache, dass hier noch ein paar Leute bis jetzt ausgehalten haben, entnehme ich, dass es wohl noch erträglich ist. Ich sage wie immer dazu, ne, ihr dürft gerne Fragen stellen dazu. Dafür ist der Kanal ursprünglich mal konzipiert gewesen. Ich meine, inzwischen ist es natürlich mehr so ein, wie soll ich sagen, ich bastel halt hier was und erzähl nebenher Kanal geworden. Mit Ausnahme mal von heute. Das heißt ja aber nicht, dass man das komplett unter den Teppich fallen lassen sollte oder muss. Ich erzähle ja auch gern was drüber und es gibt da viele spannende Themen. Ja. Und auch noch genug zu tun. Wie gesagt, ich strebe jetzt mal an, in absehbarer Zeit so ein Hümmelchen Bass-Bordun mal zu machen. Übrigens auch da ist ja, wird ja Horn involviert sein, in dem Fall wirklich wieder Horn. Ich habe nämlich echt gedacht, ich mache das so ein bisschen, also eigentlich ganz anders, aber so ein ganz bisschen wie der alte Tief-D-Sack vom Castus von Corvus Corax. Wer den noch kennt, ist nicht so lange her, der hat inzwischen ein, zwei neue. Wo dieses Tischbein mit diesem riesen Horn hatte. Natürlich, wie gesagt, nicht ganz so, aber ich dachte, ich mache halt einmal Bordun nach oben, dann wieder zurück. Oben ein bisschen in dieser Tischbeinoptik, nämlich mit Vierkant und so. Das hilft mir nämlich beim Bauen. Ich habe ja hier kaum noch Möglichkeiten. Irgendwie mit Fräsmaschine Löcher bohren und so ist nicht. Ja, muss ich improvisieren. Wenn ich das da teils vierkantig mache, das macht es für mich keinesfalls einfacher, eher schwieriger, aber es sieht dann rustikal aus und könnte ganz gut passen, ist im Moment zumindest der Plan. Kann sein, das ändert sich noch. Aber das war so die Idee. Und dann unten halt wieder, also es geht, dann so ein kleines Hörnchen als Schalltrichter und das natürlich am besten gedackt, weil sonst ist eh zu laut. Und klingt auch scheiße. Und alles relativ eng gebohrt, dass es nicht zu laut wird, sowieso. Aber dann kommt der Bordun schon mal nach vorne raus und hat ein Hörnchen dran. Und ich stelle es mir ganz geckig vor im Moment, ob das wirklich geil ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das wäre halt ein Punkt, wo wir zusammen einfach mal experimentieren könnten. Würde ich natürlich wahrscheinlich auch wieder ein ganz bisschen offline machen, also so. Einzelne Teile mal bohren und so, weiß ich nicht, wie spannend das für euch ist. Sagt mir bitte Bescheid. Ich habe es ja bohren und so schon ein paar Mal gezeigt, wie man das auf einer lumpigen Maschine macht. Ich zeige es auch gern noch ein paar Mal.
Also da bitte ich wirklich um ein bisschen Feedback, insbesondere auch auf YouTube, wo relativ wenig kommentiert wird. Also an der Stelle nochmal, sagt mir bitte gerne Bescheid, soll ich das nochmal, wollt ihr das nochmal sehen? Im Einzelnen, wie man Bordunteile bohrt, auch mit suboptimalen Mitteln. Ja. Bitte sagt mir das. Ich zeige es gerne, ist gar kein Thema. Ich zeige auch gerne in dem Zusammenhang, wie es mal daneben geht. Ja. Bisher ist noch nicht viel daneben gegangen, weil ich einfach noch nicht viel gemacht habe. Je öfter ich das mache und nebenher filme und dokumentiere, umso größer ist die Chance, dass mir auch mal ein Hoppala passiert. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob das für euch irgendwie spannend ist. Ich meine, klar, gut, sowieso im Moment mit den lade ich ja die Streams ungeschnitten einfach hoch, wie sie sind. Sowieso suboptimal, weiß ich selber. Mir fehlt halt Know-how und mir fehlt Zeit, um das anders zu bewerkstelligen. Im Moment, ich würde eigentlich gerne viel lieber statt nur einmal, vielleicht zwei, dreimal die Woche streamen. Das geht aber überhaupt nicht, kannst du vergessen. Und dann auch noch schneiden, sowieso nicht. Also irgendeinen Toten müssen wir sterben, aber deswegen auch die Frage nochmal, wollt ihr sowas sehen, Bordunteile bohren? Oder sagt er, ach nee, komm, mach die Bohrung drin und zeig uns lieber das Drechseln, ist viel spannender. Kommentiert mir das mal. Sowohl jetzt hier als auch auf YouTube, vor allem dann mal unter das Video. Würde mich echt interessieren, weiß ich selber nicht, kann ich ganz schlecht einschätzen. Also Fakt ist, klar, die Dudelsack-Videos und insbesondere die mit dem Bohren sind mit am meisten geklickt worden in der letzten Zeit oder gleich zu Anfang schon. Deutet schon darauf hin, dass das ein interessantes Thema ist für euch, aber ja, ich will es auch halt auch nicht 20 Mal zeigen, ne, weil habe ich ja schon, ne? An sich zeige ich immer gern so viel wie irgend möglich, aber wenn es halt immer wiederkehrende Arbeiten sind. Ne? Ich habe jetzt auch hier messertechnisch gerade so Schleifarbeiten, habe ich überlegt, jetzt auch gerade bei dem hier. Ich meine, hier zeigen sie, wie ich an der Klinge rumschleife. Das habe ich aber schon deswegen gelassen, weil man an so einer Klinge eigentlich nicht mehr mit dem Bandschleifer dran geht. Ich habe halt nichts anderes und muss es extrem vorsichtig und mit sehr, sehr nass mit ganz viel Sauerei machen und ganz langsam. Ich war da 10 Stunden locker beschäftigt. Will keiner sehen. Ja, sind wir ehrlich. Also das habe ich gar nicht erst nicht wirklich drüber nachgedacht, ob das Sinn macht, irgendwie zu streamen oder so. Das macht es nämlich nicht. Ja. Und dann muss ich auch gestehen, bei dem hier, da war so viel dran, was ich so ewig nicht mehr gemacht habe, dass ich auch, und ich war im Zeitdruck, ich wollte das bis zum Bogenturnier fertig kriegen. Eigentlich mit Scheide und das hat schon nicht mehr geklappt, also von daher. Aber auch da, wenn ihr mal sowas komplett sehen wollt, ich meine gut, jetzt müsste ich überlegen, wo kriege ich eine Klinge her, aber das ist heutzutage machbar, ich kenne ja auch genug Leute. Zur Not fahre ich irgendwo hin und schmiede eine oder ich im Dreiteufelsnamen kaufe ich auch mal eine, wenn es unbedingt sein muss. Geht zwar gegen jeden Berufsethos, aber da das ja kein Beruf mehr ist, auch egal. Ne? Aber ich hätte einfach gern generell ein bisschen mehr Feedback von euch, wenn ihr einfach was ihr gerne sehen wollt, was euch interessiert da dran, worüber man reden könnte. Was ich vielleicht zu viel mache, auch wichtig, also gerne auch konstruktive Kritik, ja. Nehme ich auch, logisch. Einfach ein bisschen mit mir reden, wäre ganz toll. Ne, weil dann kann ich auch zukünftig hier, möchte ich mich auch ein bisschen nach euch richten. Ne. Ich selber habe Spaß an vielem, ich mache vieles gern, also selbst Dudelsackbau ist mir inzwischen nicht mehr so zuwider. Immerhin, das Hümmelchen ist fertig, haben wir zusammen gemacht. Hat am Schluss nicht mehr wehgetan, muss ich sagen. Ich habe direkt ein bisschen Lust auf den Bassbordun. Großer Fortschritt, was mein Burnout angeht, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das geht wieder einigermaßen, solange ich es nicht jeden Tag machen muss. Also kann ich mir wieder vorstellen. Also arbeiten wir weiter in die Richtung. Und ich weiß, Dudelsack wollt ihr immer sehen.
Klar. Aber sagt mir auch sonst, was ihr gerne. Ja, Mücke. Wenn ihr gerne irgendwas sehen wollt, sagt mir bitte Bescheid. Schadet überhaupt nicht. Gerne auch auf Discord, auf Facebook, was ja so meine üblichen Kanäle sind. Aktuell ist natürlich Discord eher so das, was modern ist. Ja? Klar. Aber nochmal, wie gesagt, könnt ihr mal gerne auch auf Facebook mal schreiben. Ich poste da ja immer mal Bilder, so wie heute auch jetzt wieder von dem Messer zum Beispiel. Immer noch, also ich werde vorläufig weiter ganz noch auf Facebook bleiben. Ich sehe keinen Grund, da irgendwie meinen Kanal zu löschen oder so, also mein Profil. Bin schon ewig dort und ja, also wer selber da noch auf Facebook ist, kann mir da schreiben. Ansonsten ist, glaube ich, für die meisten auf Twitch hier Discord eher das Mittel der Wahl. Ne? Und da kann man ja gerade auch noch mal einen Link reinsetzen. Moment, ich sehe gerade, Lapschi fragt noch was. Habe ich wahrscheinlich schon eine halbe Stunde übersehen. Sorry, Lapschi. Ich wollte nur noch kurz den Discord-Link noch mal posten. Wenn ich dran denke, haue ich den auch, habe ich auch schon mal gemacht, auf YouTube in die Videobeschreibung. Lapschi will wissen, wie ist das denn eigentlich mit dem zweiten Bordun? Bekommt er ein eigenes Loch im Sack oder kommt das in das vorhandene Loch ein Stoff und zwei Löcher für beide Bordune? Nee, gerade erst geschrieben. Ich sehe es gerade, Lapschi. Gut, hab ich es rechtzeitig gesehen. Also der Plan ist folgender. Ich wollte nicht zwei Bordune nicht machen, unbedingt, wobei das immer, also man ist da flexibel tatsächlich. Ja. Im Moment ist ein Loch für einen einfachen Bordunstock drin. Ja. Geplant war jetzt eigentlich erstmal nur, dass ich einen Bordun mache, einen zweiten und den vorhandenen gegen den ersetze. Das heißt, dass der neue Bordun so gemacht wird, dass der in den vorhandenen Stock passt. Ja, also deine Idee Nummer eins. Was aber nicht ausgeschlossen ist, ist, dass ich dann natürlich sage, ja gut, jetzt habe ich ja zwei, ich möchte, eigentlich wäre es ja blöd, ich hätte nicht auch zwei dran. Und dann gibt es natürlich mindestens zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, man macht nochmal einen Stock, bindet den separat ein, also macht nochmal ein Loch in den Sack. Ne? Da muss man dann überlegen, an welche Stelle. Gibt es auch zwei Möglichkeiten auf jeden Fall, nämlich einmal, dass da dann nachher hier quasi quer vor der Brust liegt, der jetzige sozusagen und der neue dann anstelle vom jetzigen. Oder man macht die beide hier, also einer über der Schulter, der neue und der andere hier so ein Stück daneben. Das wäre so ein bisschen wie bei der Gaita oder wie beim Schotten. Letzteres hat dann damit zu tun, dass man da ein Bändel braucht, um beide miteinander zu verbinden, dass es nicht irgendwie da auf 11:30 hängt und dann kommt man natürlich vor allem nicht mehr ran zum Stimmen. Ja. Das ist die weniger elegante, aber verbreitete Methode bei Marktsäcken insbesondere. Ja, oder man macht es halt so verwegen, wie ich es überhaupt nicht vorhatte und auch nicht vorhabe, weil das auch technisch jetzt wieder ein bisschen schwierig ist mit meinen bescheidenen Mitteln. Man macht einen sogenannten Doppel- oder Mehrfachstock, also sprich ein Stück Holz mit in dem Fall wenigstens zwei Bohrungen drin für Bordune und stöpselt die nebeneinander mehr oder weniger parallel oder leicht schräg in einen Stock und bindet den ins vorhandene Loch ein, dass dann beide wieder über der Schulter liegen. Ja, Problem wie gesagt, kann ich aktuell nur schlecht machen mit Bordmitteln. Ist relativ aufwendig und stand zumindest auch nicht auf dem Plan. Der Plan ist jetzt erstmal, den Bordun überhaupt mal zu entwickeln. Na, das ist ja mal Punkt 1. Da gibt es keinen Plan, also keine technische Zeichnung. Ich habe keine Ahnung mit den Bohrungen. Ich habe schon gedacht und überlegt, wahrscheinlich muss ich irgendwo noch einen Bohrer kaufen oder einen Hendrik was bohren lassen oder sonst einen Käse. Ich weiß es nicht, wie ich das mache. Weil da brauche ich mehr unterschiedliche Durchmesser und da ist auch nicht mehr ganz so egal, wie die Durchmesser sind. Ja. Also es muss einerseits ansteigend sein, andererseits darf ich jetzt nicht mit 18, 12 bohren, wie bei einem Marktsack-Bordun oder noch größer, was ich einfacher könnte, aber das ist halt ein Hümmelchen-Bordun. Ja. Das soll nicht so laut sein wie ein Schotte, weil dann hörst du die Spielpfeife nicht mehr, ja, und so weiter. Dann Längen kann man grob rechnen, klar, aber
halt auch nur grob. Ja. Das heißt, erstmal würde ich versuchen, so nah wie es geht, auf Anhieb dran hinzukommen, mit ein bisschen Glück und Erfahrung. Und dann überlegen wir uns, ob es vielleicht geil ist, da noch einen Dreifachstock zu machen, weil dann will bestimmt einer noch irgendein Bordun haben. Und dann eskaliert es völlig und dann freuen sich alle. So ungefähr ist der Plan. Ne? So ist das auch geklärt. Nochmal zum Vorsichtshalber, alles nicht morgen früh, ja, nicht gleich nächsten Montag, denke ich mal, weil da muss ich erst noch Material besorgen. Wäre auch noch für den einen oder anderen Euro dankbar, den er mir vielleicht rüberschiebt oder ein Abo oder sowas, hilft mir da ja auch. Weil noch habe ich nicht mal das Material und die Kohle dafür auch nicht. Dank Labschi ist jetzt ein guter Anfang gemacht, ja. Das passt schon, das ist super, danke nochmal Labschi. Aber ich brauche mal wenigstens das Doppelte noch. Also so einen guten Fuffi wäre gut, dann hätte ich wenigstens für ein anderthalb Versuche Material. Ja. So. Genau, Labschi bettelt auch schon für mich, das finde ich gut. Danke Labschi. So. Und apropos Abos und so, ne, ihr wisst, ich bin ja gar nicht so der große, also schon gar kein Gamer sowieso, aber ja jetzt auch nicht der riesen Twitch-Freak eigentlich. Ich bin ja hier auf der Plattform mehr zufällig gelandet, aber ich habe schon gemerkt, so die Geschichten mit Emotes und so, da stehen die Leute schon drauf und es gibt ja auch Emotes extra für Abonnenten und so. Auch da sind Dinge in Arbeit, ne? Also ihr habt auch von dem Abo ein bisschen was, unter anderem, dass ihr, wie ich jetzt inzwischen weiß, also auch bei VODs, also wenn ihr die Streams nachträglich hier auf Twitch guckt, was ja sofort nach dem Stream schon geht, dann kann es sein, das kann ich nicht komplett abschalten, dass Twitch euch auch mal Werbung einblendet. Wenn ihr Abonnent seid, fällt das weg. Ja, ich habe, weil ich selber einer bin, der Werbung wie die Pest hasst, also zumindest Werbung wie es, naja, für so das übliche Zeug. Ne? Also ich habe nichts dagegen, hier jetzt Werbung für einen Midas zu machen oder Werbung für irgendeinen, ich sag mal fiktiv, wenn ich jetzt einen kennen würde, was ich nicht tue, für irgendeinen Metbrauer, den ich total geil finde oder dessen Met ich total geil finde, würde ich auch, hätte ich auch überhaupt kein Problem für den hier verbal Werbung zu machen, aber diese scheiß Werbespots überall, die nerven mich zu Tode, haben sie schon immer, zumal auch die Produkte einfach Sachen sind, wo ich sage, ja, geh mir weg, wenn ich das haben will, finde ich schon selber, leck mich am Arsch und lass mich vor allem in Ruhe. Ich bin kein Freund von Werbung, deswegen habe ich alles ausgemacht, was es hier an Werbung auszumachen gibt. Ich würde das eventuell auf YouTube ändern, wenn das, aber sollte ich da jemals wieder Partner werden und würde dann sagen, ja gut, 10 Sekunden Werbung am Anfang, wenn das dann noch geht, wahrscheinlich geht es nicht, sonst lasse ich es da auch weg, ist mir egal. Aber das heißt, unterm Strich, ich bin dann auf eure Spenden angewiesen und auf eure Abos, auch das generiert mir ja Kohle, auch ein Prime-Abo generiert mir Kohle, also wer Amazon Prime hat, kann das hier mit Twitch verquicken und dann quasi kostenlos abonnieren, ohne Zusatzkosten. Und ich kriege trotzdem Geld, das ist total super. Nehme ich also gerne. Und ansonsten, was am direktesten ankommt und von dem her auch einfach am praktischsten ist, das, weil dann nicht zur Hälfte Twitch sponsert, sondern da gehen dann noch 1-2% oder sowas an PayPal und das war's. Das ist halt direktes Spenden. Ja. Deswegen werde ich ja auch beim nächsten Mal, das hoffe ich, wenn ich es schaffe, das Spendenziel wieder eingebaut haben, weil das einfach am sinnvollsten ist. Und dann habt ihr keine Werbung und es geht voran und ich habe ein bisschen mehr Kohle, mit der ich hier Projekte voranbringen kann. Ja. So, das hat sich jetzt alles arg nach Schlusswort angehört und Freunde, ich sage euch, ich glaube, dabei werde ich es auch, ich werde ein bisschen in die Richtung gehen und jetzt tatsächlich langsam schon Schluss machen, weil A, erwartungsgemäß ist nicht viel los und B,
Ich bin echt brotfertig noch von dem Turnier. Hab mich zwar heute echt erholen können, aber ich hatte halt irgendwie auch nichts vom Tag, weil ich den halben selbigen im Bett gelegen und bin und gepennt habe. Dann habe ich hier noch fix ein ganz bisschen vorbereitet. Ihr dürft nicht denken, dass ja, ich hätte nichts gemacht für den Stream. Das täuscht immer so ein bisschen. Ich habe hier auch ein bisschen aufgeräumt noch und so. Ja, solche Sachen. Das Messer noch mal kurz drüber poliert. Und so Zeug. Also, kurz gesagt, ich würde mich jetzt auch auf den Feierabend freuen, zumal ich morgen auch ein bisschen früher zum Arbeiten muss. Wir haben morgen noch mal eine Kindergruppe. Apropos übrigens, ne, ganz kurz am Rande, die zwei Kindergeburtstage letzten Samstag, vor denen ich so Bammel hatte, die sind richtig schön gewesen, die haben Spaß gemacht, die sind wunderbar gelaufen. Ne? Also wenn ich da auf Discord immer so ein bisschen lästert und nimmt es nicht zu ernst. Ja. Meistens macht Spaß mit den Kiddies zu arbeiten, wenn die denn einigermaßen gewillt sind und nicht. Naja, manchmal sind so ein, zwei so Hansel dabei, ne, und das zieht die Gruppe mit, aber oft macht es wirklich Spaß. Ja. Ich mache das nicht so ungern, wie es vielleicht klingt. Sei hier einfach mal erwähnt, gar nicht aus irgendeinem Anlass, sondern weil ich es einfach gern mal erwähnt hätte. Dass es durchaus auch Spaß machen kann. Und letzten Samstag, wo ich am meisten Bammel davor hatte, weil es läuft manchmal eben auch anders, lief es besonders gut und ich konnte ganz entspannt anschließend aufs Turnier fahren. Dafür war das Turnier viel anstrengender als gedacht, aber irgendwas ist ja immer. Ne? So, okay. Also Freunde, habt ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen? Das ist ja immer so der Rausschmeißer hier. Bis jetzt immer gewesen, weil meistens keiner Fragen, Wünsche oder Anregungen hat. Wenn doch, jetzt raus damit. Vielleicht geht es dann doch noch eine Weile. Es liegt an euch. Warm. Also sagt Bescheid. Ne? Sonst mache ich langsam wirklich wieder aus. Auch wenn es heute nur sehr kurz war, aber ich meine, man muss ja auch nicht immer in die Puppen. Ne? Wobei generell ist es so, ich mache gerne natürlich auch länger. Ne? Das hängt wirklich von euch ab. Oder hauptsächlich. Ganz einfach. Lapschi hat nichts, man wird noch in den Pub. Das ist natürlich auch eine Idee. Sonst einen schönen Feierabend wünscht der Lapschi. Okay. Ja, gut. Also, ich denke, wer noch oder wieder da ist, hatte Zeit genug, sich was zu überlegen oder drüber nachzudenken. Wenn jetzt keine akuten Wünsche mehr offen sind oder Fragen kommen, dann würde ich sagen, haue ich euch langsam in den Endscreen, auch wenn es jetzt noch sehr früh ist, aber nochmal, wie gesagt, mir kommt es entgegen, mir hockt es echt noch in den Knochen. Ich bin deutlich kaputter, als es vielleicht aussieht. Und mir tut alles weh, ohne Witz. Also, ich wusste wirklich nicht mehr, was einem alles wehtun kann. Aber es ist einfach alles. So gesehen, bette ich jetzt meine müden Knochen in den Feierabend und euch auch. Wünsche euch noch was. Macht es gut. Danke an alle, die da waren, auch wenn es heute mal kürzer war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe ziemlich viel erzählt. Kommentiert mir gerne auch darüber, ob euch das heute trotzdem gefallen hat oder vielleicht gerade deswegen. Ich weiß es nämlich sonst nicht, wenn es mir keiner sagt. Gerne auf YouTube. Ja, hier geht es ja eh nicht. Also. Bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr da wart. Macht das gut. Schöne Woche. Ciao.
Surprise, motherfucker.